Also ich kenne das. Oh, ohne Scheiß, ich bin sexuell belästigt worden. Okay. Weggelassen haben, weil wir Assis sind. Ich habe auch den letzten nicht gehört, leider. Ich habe noch nicht geschafft. Aber die anderen hab ich gehört. Aber das war ganz toll. Hallo. Da ging es um Dinge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. So. Läuft, läuft. Gucke mal. Hi, na? Oh, das war eine wichtige Ausgabe. Ich weiß auch nicht mehr, was da gesagt worden ist, aber die war wichtig. Hör was rein. Jetzt die letzte? Was du gerade gesagt hast. Du weißt nicht mehr, was ihr gesagt habt, aber die Nein, war da ging es um Stefan Raab. Oh, stimmt. In der letzten Folge mit dem Herodes, der jetzt irgendwie hier nicht mehr sitzt, oder? Du nee. Klingst so anders. Hallo, nee, hier ist der heiserne Tino. Ja, guck mal, ich habe hier Kot auf meinem Sofa. Hast du hingekackt? Nee, ist ein Lindhase tatsächlich. Ich bin jetzt Bonze. Lind, oh. Hm. Nee, habe ich von meiner Mutter bekommen. Aber da ich das hier eigentlich erst gerade frisch bezogen hatte, dachte ich mir, komm, lass ich den Scheißefleck da einfach sein. Aber Lind so, ist auch ziemlich lecker, muss man sagen. Naja, keine Ahnung. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber Lind ist schon Top-Tier, sag ich dir. Da kann ich mit meinen blockierten Geschmacksknospen nicht viel zu sagen. Ist halt für mich süßes Zeug. Das ist also egal für dich, ob es jetzt so Billo ist oder ja. Lind Premium Plus. Geil. Ein Lifehack, Leute. Wenn ihr arm und glücklich leben wollt, macht einfach Polypen in die Nase rein, sodass ihr nichts schmecken könnt. Dann könnt ihr alles essen. Kann man künstlich den Geschmackssinn und den Geruchssinn entfernen? Geht das? Keine Ahnung. Hat doch auch Vorteile. Also ich jetzt als nicht Betroffener denk mir so, ja. Wenn ich jetzt durch, weiß nicht, durch Berlin laufe oder so und überall riecht's nach Pisse, dann hast du ja schon mal einen Vorteil. Dann hätte ich die Idee, Berlin einfach wegzusprengen. Da hast Ach du das so. Problem gelöst. Das ist besser ja. eigentlich. Jetzt sehe ich den Bildschirm nicht mehr, ne? Aber ist ja, wird ja, schon laufen. Ja, ich hab's ja nicht berührt. Ja, also du hast halt in der Nase nicht wirklich was Relevantes, wie ich das verstanden habe, sondern oben zwischen Hirn und Nase ist so eine Kammer, so eine Nasennebenhöhle, die quasi die Signale, die die Nase aufnimmt, ans Gehirn weiterleitet. Und wenn du da Polypen drin hast, dann wird da nichts weitergeleitet. Und da schmeckst du auch am meisten, ne, über die Nase. Ja. Deswegen funktionieren ja auch diese Air-Up-Flaschen, dass du ja, halt ob die funktionieren, riechst. Das ist halt... Ich will es ausprobieren. Also, ich will es ausprobieren. Ich fahre jetzt nach Wien im Mai für eine Woche in Urlaub. Und dann nimmst du deine Air-Up mit. Und nee, ich will mir eine bestellen und das mal probieren. Einfach um zu gucken, ob es klappt. Jetzt haben sie dich. Nee, das nicht. Also du kannst ja einfach, du trinkst ein Wasser und hältst dir dabei... Honig unter die Nase. Kannst du selber bauen. Das wäre ein Experiment. Oder Kacke oder so. Mehr ist das ja dann auch nicht. Ja, aber ich glaube, die haben... Nur wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das dann irgendwelche auswechselbaren Plastikaufsätze sind oder was das für ein Ja, Schwung. Die haben, glaube ich, schon irgendwie so Stoffe drin, die jetzt nochmal irgendwie anders schmecken. Das ist, glaube ich, einfach Kokain. Nur Honig probieren. Oder die Naserei wird nicht funktionieren. Ach klar, du machst ja dauerhaft so einen Honig-Hitler-Bart. Ich will ja auch kein Honigwasser trinken. Und alle Leute duften plötzlich. Ich will ja Eistee trinken, ohne dass ich Eistee trinke, weißt du? Hm. Ich bin so ein Eistee- und Cola-Freak. Und wenn irgendwie er es schafft, dass ich das trinken kann, ohne Zucker zu mir zu nehmen, ist es doch ziemlich geil. Jetzt ohne Werbung machen zu wollen für Lind oder er. Jetzt haben wir geklärt, warum du überkrank bist, du Cola-Freak, weißt du? Mach Cola krank, aber Cola macht ja alles und so, kaputt aber nicht. In dir. Nee, glaube ich nicht. Also Cola macht eher so fettleibig und Zuckerkrankheit. Das ist kognitive Dissonanz. Das glaube ich nicht, nein. Kognitive Dissonanz. Kognitiv, jawohl. Nee, ich wollte vorhin, als Tino in die Wohnung kam, wollte ich sagen, oh, schön, dass du wieder gesund bist. Und dann kam er aber mit Taschentuch an der Nase in die Wohnung rein. Weil die Nase das ganze Jahr über läuft bei mir. Echt, ja. Ich bin nicht krank immer. Also es ist manchmal Doch, das ist wie beim Hulk. That's my secret, I'm always sick. Ach so. Und der Hulk ist halt always angry. Ja, so eine leichte... Also als Corona war ich ganz, ganz wenig krank. Über die Pandemie war wenig Menschen, Maske getragen und so. Aber jetzt, wo wieder alles ein bisschen offener ist, bin ich wieder öfter krank. Das ist schon sehr auffällig. Aber Nase läuft bei mir das ganze Jahr. Winter, Sommer, egal. Ich glaube, wir müssen die Leute langsam abholen, weil wir haben in den letzten Folgen schon wieder so Zuschauer bekommen, die durch irgendwelche Themen herkommen und die hören dann uns ja so privat labern und denken, was ist das denn Ach für so, eine Scheiße? Die kennen uns gar nicht. Aber das ist ja immer so schön, wenn wir am Anfang erstmal gucken, wie geht's uns? Leute, wir reden hier über die Themen der vergangenen Woche. Auch über unsere Themen vielleicht ab und zu, ja. Ja, und ordnen die für euch ein und das ist ganz fein. Und vielen Dank an die Menschen, die mir Genesungswünsche geschickt haben, weil ich ja jetzt krank war. Also erst war ich auf der Buchmesse und Dragon's Dogma kam raus, da konnten wir uns nicht synchronisieren. Ja. Und dann war ich halt krank, erneut, war ich erst vor einem Monat.
jetzt wieder mit einem dicken Schnupfen. Da haben mir Leute geschrieben, dass ich fehle und so und dass sie sich freuen, wenn ich wieder da bin und so. Und das freut mich sehr. Merkel muss Tino aufmachen. Tino muss auf. Aber ich muss sagen, ich genieße immer die Herodes-Folgen sehr. Ich finde es mal ganz cool, Die einfach du nicht mal. gehört hast, die letzte. Die letzte nicht, aber davor habe ich immer gehört, habe ich nachgehört in der Badewanne, wenn ich irgendwie mit Schnupfen drin lag. Und die genieße ich mal sehr, weil ich finde es cool, mal außen zu stehen, wie der Podcast von außen hin wirkt. Klar ist Herodes nicht wie ich, wir sind verschiedene Typen so, aber es ist cool, das mal von außen zu hören. Naja, wenn Herodes da ist, ist der Podcast ja immer rechtsextrem. Wenn du da bist, ist Ist er er linksextrem. linksextrem. Wenn du ihn alleine machen würdest, wäre es die radikale Mitte wahrscheinlich. Ja. Nee, ich würde grundsätzlich allem immer widersprechen, um es einfach interessanter zu machen. Ja, wie die AfD im Bundestag. Ja. Also ja, rechtsextrem. Ja. Also Leute, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn wünschen wir euch. Wir sind Alkohol und Cannabis. Ketamin. Ja, das ist das Thema eigentlich, ne? Die Legalisierung Ja, ist jetzt von durch. Marihuana. Und also ich habe gehört, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich nicht riechen kann, aber ich habe gehört, die ersten Tage war es besonders für olfaktorisch sehr empfindliche Leute extrem Ja, hart, ja. weil gerade auf dem Goetheplatz, was ja ein öffentlicher Ort ist, wo auch die ganzen Kiddies rumlaufen und so, da war es wohl extrem, dass die Leute da in sich reingepafft haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen mein kleines Problem damit, dass man Alkohol nicht passiv konsumieren kann und das halt schon. Ach so, Und das ist ja schon für Leute, die riechen können, vielleicht ein penetranter Geruch. Und ich glaube, dass das jetzt so ein Anfangshype ist, dass das dadurch extrem ist erstmal. Aber who knows? Ich habe mich Vielleicht wird es noch mehr. wie an der Uni gefühlt damals, als ich über die Stadt gelaufen bin. Irgendwie war raus nach Gras und so, alle haben ganz offen das Ding da geraucht. Ich fand es irgendwie auch cool, aber ich mag den Geruch auch nicht. Und ich sag mal so, ich kenne jemanden, der ist gerade 30 geworden, der hat zum ersten Mal konsumiert und der hat nichts gemerkt, hat er mir erzählt. Der hat das lasche Zeug, was man jetzt, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Kauft man das jetzt in der Nee, Apotheke also oder? noch, also es ist schwierig, weil noch ist es immer noch nicht ganz legal, weil du kannst es ja noch nicht anbauen. Du darfst jetzt irgendwie konsumieren, aber Ach so, in den ersten paar Wochen ist erst es ab dann Juli gibt es ja offiziell. genau diese Vereine, wo du dich irgendwie registrieren musst und dann darfst du anbauen und so. Also noch ist es ein bisschen shady und ein bisschen grauzonig. Und ich kenne jemanden, der hat es sich irgendwie in den Kakao machen lassen und hat es zum ersten Mal konsumiert. Noch nie sowas gemacht vorher, der hat nichts gemerkt, der ist ein bisschen enttäuscht davon und will es Aber. wieder verbieten lassen. Aber ich sage nicht, wer es ist. Okay. Also das Heroin, das ballert mir nicht genug. Können wir das mal verbieten? Ja, und also ich finde es erstmal gut, dass es diesen Schritt gibt, aber ich finde, es geht nicht weit genug. Und ich finde, dass man die Regeln für Cannabis auch für Alkohol umsetzen sollte. Und zwar auch nur noch in Vereinen, musst du dich anmelden, musst ein eigenes Bier brauen, einen eigenen Alkohol zurecht brauen. Nicht in Reichweite von Kindern. Aber das ist doch nicht so, dass du nur im Verein jetzt kiffen kannst. Also wenn du in einem Verein bist, oder? Es ist wenn du irgendwie. anbauen willst vielleicht, aber selbst dann denke ich mir, hey, Es ist irgendwie. ich bin nicht tief genug drin, um das jetzt. Das ist übrigens auch für die neuen Leute, das ist dieses Halbwissen, Viertelwissen passt schon, ja. Viertelwissen. was diesen Podcast hier schön dynamisch gestaltet. Das passiert jetzt. Ich lese mal ganz kurz vor, was die Tagesschau schreibt. Fake News, Leitmedien. Besitz und Konsum von Cannabis in begrenzten Mengen sind für Volljährige ab 1. April straffrei. Okay, also es ist schon, egal wo es herkommt, der Besitz Ja. ist auf jeden Fall straffrei. Okay, ich bin auch nicht so tief drin. Cannabis-Clubs dürfen ab 1. Juli, Sagst du Cannabis mit Absicht, ja, Alter? mit Absicht. Die Droge. Das trinkt doch ja selbst mich, Danke, Alter. dass du mir Gag erklärt hast. Cannabis-Clubs dürfen am 1. Juli die Droge anbauen und ihre Mitglieder in begrenzten Mengen abgeben. Spätestens nach 18 Monaten soll eine Bewertung UA dazu vorgelegt werden, wie sich die Legalisierung auf den Kinder- und Jugendschutz auswirkt. Ja, also ist alles noch kompliziert und viele wissen nicht so richtig Bescheid, ne? Die Kinder Und. kriegen alle einfach Hausarrest. Dann haben wir die nicht mal auf der Straße. Stimmt, Da ist Ausgangssperre für Kinder. jedes Problem ist auf einmal gelöst. Sehe ich genauso. Ja. Und wie in Abstand von 100 Metern darfst du auch nicht konsumieren von Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen und Spielplätzen und so. Das würde ich für Alkohol auch so machen, tatsächlich, dass man Ja. in Reichweite von Kindern das nicht konsumieren darf. Ja. Meine Meinung. Und Rauchen auch. Naja, insgesamt in Reichweite von Kindern einfach nicht sein darf, um sich selbst zu schützen. Das ist halt wie der Sicherheitsgurt, ne? Man wehrt sich am Anfang dagegen, aber je länger man es macht, desto mehr merkt man, ja, mein Leben wird besser dadurch Das und stimmt. länger. Das ist eine Gewöhnungssache, ne? Ja, deswegen einfach 100 Meter Abstand zu jedem Kind auf der Welt und ich glaube, wir werden sehr viel glücklicher und gesünder. Das denke ich auch. Also die CSU will es wieder verbieten lassen, haben sie schon angekündigt. Die wollen daran arbeiten, das wieder zurückzunehmen. Na, dann haben sie jetzt endlich was Wichtiges zu tun. Natürlich. Die Verbotspartei CSU ist, wie es ist.
Leute, kifft euch gerne einen weg. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon. Ich brauche so ein Zeug eigentlich nicht. Aber wenn ihr das machen wollt, tut das. Aber übertreibt es nicht. Es gibt ja auch Menschen tatsächlich, die davon Probleme bekommen haben. Ne? Psychosen, die auch eine gewisse Sucht entwickelt haben. Ne? Also ich habe eine Reportage gesehen von Abiturientin, deren Noten richtig krass gesunken sind, weil sie halt jeden Tag gekifft hat ohne Ende. Daran lag es bei mir auch. Das, Es da, war da, alles davon nur gehe ich die aus. Drogen. Davon gehe ich aus, weil du Ja. keine bekommen hast. Ja. Nee, mach das. Ganz toll, aber vielleicht nicht vor anderen Leuten. Also egal, ob das jetzt Kiffergras ist oder Tabak oder so, ist halt einfach nicht so geil, Aber glaubst du, wenn dass man eine noch mehr jetzt kommt? andere ein. Dass viele behaupten ja, das ist ja eine Einstiegsdroge und es ist auch vielleicht jetzt eine Einstiegslegalisierung, dass sie jetzt auch anfangen zu sagen, ja, kommt Kokain für den medizinischen Gebrauch, fangen wir auch an zu legalisieren und so. Glaubst du, das kommt, dass es jetzt noch offener wird? Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht wird ja auch durch diese Enttabuisierung das wieder unattraktiv für junge Leute, sodass sie Das ist die sagen, oh, das Hoffnung, ist jetzt ja. nicht mehr cool. Aber Ja. genau wissen kann man es natürlich nicht. Nur Aber illegal. warum sagt man eigentlich Einstiegsdroge? Weil ist dann nicht das auch gleichzeitig eine Ausstiegsdroge? Wenn du vom Cannabis dann zu Kokain kommst, dann nimmst du kein Cannabis mehr, dann ist es ja eine Ausstiegsdroge quasi. Mir geht es um das Große und Ganze, dass du quasi in das Thema Droge einsteigst durch Alkohol, Cannabis und dann kommt Koks und LSD. Naja, gut. Wobei LSD ja nicht so ein Riesenproblem ist, ne? Aber so Heroin und sowas, Crystal Meth. Naja, also ich sag mal, die Masse macht das Gift, ne? Ja. So morgens so ein Milligramm Heroin aufs Brot, das hat noch keinem geschadet. Microdosing, meine Güte. Ja. Gut, das war unsere Einstiegsdroge für die drogenfreien News, die jetzt noch kommen. Es ist noch keiner gestorben, der bis ins hohe Alter hin Crystal Meth genommen hat. Ist noch keiner gestorben, der bis. Ja. Ja. Cannabis. Cannabis. Hanf, Ja. Marihuana. Es sind nämlich noch andere Dinge passiert. Wirklich? Ich dachte, Ne? das war das Einzige. Nee, Alle richtig. waren noch bekifft und lagen zu Hause rum. Und Ich ja. dachte, ich hätte jetzt ein geiles Bild, aber ich habe nicht mal ein Bild. Stefan Raab hat natürlich seinen April-Scherz aufgelöst. Ich wünschte mir, es wäre einer. Hast du es überhaupt mitbekommen? Ja, der hat ein Foto von sich gepostet, so. Na, nicht nur. Es gab ja vorher noch ein Video, was übelst viral Das gegangen habe ich nicht ist. gesehen, nur wie er so ganz dick irgendwie aussieht mit einer Kappe und so einer Buchstabenfolge obendrauf. Ja. Und es gab wohl irgendwie, habe ich irgendwo gelesen, bei 9 Millionen Followern will er zurückkommen. Ja, das war Und sein dann waren es Video. aber nur 2 Millionen und trotzdem kam er zurück oder kommt zurück. Also er ist bei 3 Millionen und er hat 2 dazu bekommen durch diese Videos. Du hast halt den letzten Podcast Nee. nicht gehört. Da gab es halt eben jenes Video, wie Elton ihn besucht und sagt, hey, na, willst du nicht mal was machen? Und jetzt kommt's nämlich, der sagt, nee, hab ich schon. Mach mal das. Nee, hab ich schon. Mach mal das. Nee, hab ich schon. Das Mach doch das stimmt. mal. Nee, hab ich schon. Was willst du werden? Influencer. So, ich werde Influencer, wenn ich so viel habe wie Pamela Reif, irgend so eine Troller, die halt natürlich mit ihrem Ass und so punkten kann, was er nicht kann. Und Wieso? Kennst du seinen Ass? naja, dann zeigt ihn halt nicht. Tut mir leid. Sollte er mal, vielleicht. Du, hat er gemacht bei den 2000ern. Da hat er einen Rabbi Kamm gespielt für Prisco Schneider. Das war so eine Kunstfigur von Bastian Pastewka. Da hatte Raab seinen Hintern frei, so eine Hose angehabt, wo sein Arsch Oh. frei war. Hübsch. War hübsch, muss man sagen. Na gut, auf jeden Fall hat das natürlich nicht geschafft, war aber auch klar. Alle haben damit gerechnet, April-Scherz, weil 1. April ist dann quasi die Deadline gewesen. Und nein, es wurde viel spektakulärer, denn er sagt jetzt, aha, ich werde jetzt nochmal gegen diese komische Trulla da boxen. Regina Heimich. Ja, wow. Also wirklich, ich bin so underwhelmed, wie ich noch nie underwhelmed wurde. Es ist wirklich sowas von, er sagt, nee, hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Und dann macht er was, was er schon irgendwie schon zweimal gemacht hat. Das ist weird, das Und dann stimmt. ist es auch noch Boxen, die langweiligste Scheiße. Das ist ja nicht mal irgendwie, weißt du, wenn ich sage MMA oder halt auch Wrestling, das ist Geil. Entertainment, weil da passieren Dinge irgendwie, irgendwas Spektakuläres. Aber ich weiß, dass das jetzt eine Laiensicht ist, ne? Aber ein Boxkampf ist halt immer gleich. Da steht jemand da, hält sich die Fäuste vors Gesicht und dann boxt er den anderen. Und die andere Ja. Seite macht es genauso. Und darf Es nicht mal ist, treten, das ist so ja, langweilig. es ist so fucking wack, Alter. Und das jetzt irgendwie als das große Ding, also wirklich. Das ist die unspektakulärste Scheiße, die hätte passieren können. Naja, das Spannende ist ja, dass jetzt 10 Jahre vergangen sind nach dem Abschied von Raab und er ja auch jetzt älter geworden ist und Ja. so. Und Regina Heimich ist ja auch älter geworden.
Und er sie jetzt vielleicht auch mehr Hoffnungen macht, ne, ja, auf einen Sieg gegen sie. Das ist, als würde irgendwie, weiß ich nicht, Queen Freddie Mercury ausbuddeln und sagen, guck mal hier, wir machen jetzt mal was Neues. Mhm. Und dann kommt raus, ja, die machen halt ein Interview. Ja. So ist das für mich. Mhm. Ja, super geil. Kann ja auch nur ein Einstieg sein, dass es die Einstiegsdroge ist für Raabs Comeback, dass er jetzt quasi von Alkohol zu Cannabis übergeht und macht erstmal diesen Boxkampf. Da kommen wieder neue Shows, ganz große. Kann ja sein. Ja, mal gucken. Ich bin raus. Wer nicht raus ist, ist der Anzeigenhauptmeister. Der hat das für sich nämlich gleich genutzt, um richtig Hype zu generieren. Der hat nämlich selbst jetzt eine Instagram-Präsenz und hat Videos produziert, wo Schlau. Ich sagen würde, produzieren lassen, weil die wirken sehr professionell und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich irgendwie eine Firma oder Marketing, bla bla, irgendwie auf ihn zugegangen ist und das große Geld wittert und gesagt hat, komm, mit dir als Ikone können wir jetzt Geld machen. Also machen wir Videos. Wie er quasi, also es soll wahrscheinlich so wirken, als würde er mit Stefan unter einer Decke stecken. Mhm. Weil es ist genau, ich würde behaupten, die gleiche Kamera, die das Video filmt. Und der Schnitt ist ähnlich und ne, alles ist so angelehnt an das Stefan Raab Video. Und man sieht den Anzeigenhauptmeister, wie er halt im Wald steht und dann das vermeintliche Kennzeichen Köln und SR für Stefan Raab gerade aufschreibt für eine Anzeige. So. Ah. Und dann denkt man so, oh, was steckt da jetzt auch dahinter? Und ich sage ganz vehement, nein, das ist Geschwaller. Der nutzt das einfach nur aus, um jetzt an Reichweite zu kommen, weil dann kann er schön Hashtag Raab und was weiß ich und alle Leute spekulieren. Ist ein cleverer Move, glaube ich nicht, dass das auf seinem Mist gewachsen ist. Ich gönn's ihm, ich meine, er muss vorsichtig sein, ne? Er hat ja schon einige Probleme bekommen durch seine ganzen Anzeigen. Ist jetzt auch geschubst worden, habe ich jetzt ein Video gesehen in der Oase, wo er sich so ein bisschen hat fallen lassen. Ja. Es wirkt zumindest ein bisschen so, man sieht nicht alles, man sieht nur... Es gibt drei Perspektiven, er lässt sich definitiv fallen. Also ich habe eine gesehen, wo das so hinterm Auto war. Ja. Dachte ich mir so, okay, es sah jetzt ein bisschen sehr dramatisch aus, aber ich habe es nicht ganz gesehen und ja, der Arme, der muss aufpassen. Ja, da wollte ich gleich noch zukommen, vorher noch diese ganzen Stefan Raab-Videos. Die sind halt insofern für mich einfach nur witzig, weil die ganzen Firmen drunter so angekrochen kommen und sagen, ja. Ey, Stefan, Deichmann sagt, schwöre, wenn das wahr ist, imprägnieren wir Stefans Schuhe für den Kampf höchstpersönlich. Ja. Who fucking cares? Und warum kriegt das 18.000 Upvotes, Alter? Das ist wirklich Corporate Bullshit. Ihr werdet geplayed von irgendwelchen großen Firmen und denkt euch dann, yo, geil, haha, cool. Like. Irgendwas, Iberogast Deutschland. Stefan, wenn du Schiss bekommst, wir sind für dich da. Das ist wahrscheinlich irgendwie so Abtreibungsmittel oder irgendwie Iberogast, sowas. Das ist so gegen Bauchschmerzen so oder Unterleibsschmerzen. So und natürlich die Influencer auch genau das gleiche. Evelyn Bordecki. Boah, geil, wenn der Kampf kommt, mache ich das Nummern-Girl. Und Isis auch unter, ja. Auch darunter. Oh, die nächsten köpfen aber auf dich, Stefan. Ja. Ne? Wir köpfen dann nicht. Wenn Stefan Gegner verliert, rufen wir den Heiligen Krieg worldwide aus. Ja, also das ist... Ja, alles total edgy. Das ist wirklich, also das ist so dieses, wie wenn wie heißt er? Allmann, Amthor. Mhm. Ja? Wenn der anfängt, Amthor-Witze zu machen, dann denke ich mir halt, und genau dieses Gefühl ist das von, die Firmen kommen jetzt an, hey, Buddy, guck mal. Mhm. Und du weißt genau, dass da halt so eine Entscheidung da steht, ey, fuck, da ist jetzt ein Hype, wir müssen den irgendwie schnell mitnehmen, mach mal was. Wir werden da so einen Marketingchef haben, der sagt, hier, sobald ihr irgendwelche viralen Sachen seht, kommentiert da irgendwelche kreativen Sachen drunter und so, ja, um halt noch Aufmerksamkeit zu bekommen und Follower und so. Was halt für mich geil ist, wenn das irgendwie, wenn dies, Alter, sorry, ich atme heute ein bisschen komisch, ne, das ist, weil ich krank bin, bitte. Ständig ist Robin krank, ey. Ständig bist du krank. Wenn das hier DB Cargo oder Wendy's auch machen, wenn die Leute so roasten, das finde ich halt ganz cool, weil das ist dann irgendwie nicht so gewollt auf wir wollen jetzt auf jeden Fall Reichweite. Du meinst, du sich gegenseitig, ne? Wenn die Bahn... Ja, oder halt generell, also die Bahn roastet ja auch gerne mal Fahrgäste einfach, das ist also nicht DB Cargo zumindest. Das ist dann irgendwie cool, so. Aber, weil das eckt halt wenigstens auch an. Das ist nicht nur dieses, hey, haha, wenn du, dann mach ich das. Wir deine Schuhe. Ja. So, und deswegen finde ich das sehr viel geiler. Mach das. Die ganzen Firmen roastet euch untereinander. Das wäre so viel geiler. Und jetzt kommt der Anzeigenhauptmeister, oder wie? Genau, der ist nämlich richtig hart verprügelt worden, wie du schon angedeutet hast. Das ging sehr viral, natürlich aus verschiedensten Gründen. Die einen sagen, haha, wie witzig. Die anderen sagen, guck mal, den Opfers, der macht hier eine Schwalbe, ist der jetzt Fußball oder was? Der hat sich halt einfach fallen lassen. Man muss dazu sagen, die Situation wurde dadurch definitiv
geschwichtigt, sag ich mal. Ja, klar, also. Weil in dem Moment, wo sie denkt, ach du Scheiße, kriege ich jetzt irgendwie eine Anzeige oder was weiß ich, da ist es halt wieder. Also sie hat schon Stress gemacht mit ihm und dann fässt sie ihn auf jeden Fall an und er lässt sich halt so von seinem Fahrrad so runter auf den Boden fallen, hat halt instant das Handy in der Hand. Ja, hab ich auch gesehen. Und schreibt wahrscheinlich Anzeige oder weiß ich nicht und redet so, sie so, ey, du hast dich jetzt fallen lassen. Ja, aber du hast mich berührt. Sitzt so am Handy. Ist schon witzig. Was weniger witzig ist, finde ich, dass er sich dann auch hinterher hat in die Notaufnahme einliefern lassen. So ist nämlich dieses Foto hier entstanden. Ja. Und hat dann irgendwie, weiß ich nicht, wertvolle Ressourcen da verschwendet, indem er sagt, ja, hier, guck mal, das ist ein im Schockraum des Klinikums, Alter. Ja. Also, er weiß gerade schon, seinen Hype auszubauen, glaube ich. Und ja, ich glaube, er hebt ein bisschen ab, glaube ich. Also es ist, ich mache mir Sorgen um ihn. Er soll mal jetzt einfach mal für 3 Wochen oder so mal das Handy weglegen und mal seine Anzeigen einfach alleine für sich machen, sich verkleiden vielleicht, mal nicht so auffällig rumlaufen und dann nochmal überlegen, habe ich echt Bock auf diese Aufmerksamkeit, weil wenn es schon so anfängt, ne, dass er sich irgendwie fallen lässt wie so ein Fußballer, dann geht auch seine ganze Reputation kaputt letztendlich. Ja, das macht doch unsympathisch, wenn er jetzt anfängt, irgendwie Sachen zu faken. Das ist nicht in Ordnung. Ja, ich weiß halt nicht, ob es Faken in dem Sinne war, sondern einfach so. Und übertreiben, dramatisieren. Ja, also klar, er hat es gefaked, aber nicht des Fakens wegen, würde ich sagen, sondern wirklich um das zu deeskalieren, kann ich mir vorstellen. Dass das so ein bisschen. Ach so, er wollte keinen Stress, hat es deswegen fallen lassen. Naja, das, also ich schon. Ich komme anders nicht raus, ich muss mich einfach fallen lassen und die Angst machen, dass ich sie jetzt anzeige. Es ist so irgendwas dazwischen. Wenn jetzt ein krasser Atze auf dich ankommt und dich das erste Mal antippt und du lässt dich instant fallen, dann wird er halt nicht den Impuls haben, jetzt nochmal richtig zuzuhauen. Oh, das weiß ich nicht, kommt auf den Ultra an. Ja, ist auch wahr, aber. Wegrennen ist die Devise. Also, was ich meine ist, es wirkt für mich nicht so 100%, als macht er das, um so Leute auszubeuten durch fette Anzeigen. Weil der weiß ja auch, dass er gefilmt wird. So. Naja, aber es ist trotzdem ein Ausweg, der ein bisschen shady ist, weißt du? Er ist gerade da mit ihrem Diskutieren und sich da jetzt fallen zu lassen, ist schon irgendwie halt ein Dickmove. Ist halt ein No-Blow, wie aber, du im Wrestling sagst. Aber ja, ist richtig. Stell dir aber mal vor, das wäre jetzt irgendein Passant, der das macht und der dann auch hinterher keine Anzeige macht, sondern sich einfach nur so als. Ach so, das ja? sicher. Wenn du da rauskommst und schaffst es so, wie das nicht eskaliert, aber wenn er dann das Handy rausholt und so und es ist raus. Das weiß ich halt nicht, das habe ich nicht. In die Nota noch geht, das ist schwierig. Das ist scheiße, wie gesagt. Aber ob der jetzt sie angezeigt hat, deswegen, das weiß ich nicht. Und das, also so dumm kann der nicht sein. Also. Ich hoffe es für ihn. Ich meine, er wirkt schon so, als wäre er so auf dem Spektrum so ein bisschen, ne? Also ich bin jetzt kein, ich kann es nicht diagnostizieren, aber je mehr ich mir Sachen von ihm angucke, desto mehr denke ich mir so, ob der sich so ganz bewusst ist, was er da eigentlich gerade tut und so, ist schwierig. Ja. Und ich mache mir echt Sorgen, wenn er jetzt nochmal irgendwie angegriffen wird von irgendwelchen Hooligans da, das geht nicht lange gut. Sag ich dir, wie es ist? Ja. Mach mal eine Pause anzeigen, was gar nicht mehr wirklich heißt. Gibt's einen Namen oder so? Marcel, komm mal runter, mach mal Handy- und Anzeigen-Detox und überleg dir mal ganz genau, was du machen möchtest. Mit deinem Hype. Na gut. Wer sich auch überlegen sollte, was sie machen soll mit ihrem Leben, ist Taylor Swift. Denn die ist jetzt aufgenommen worden, oh Gott, das habe ich jetzt aus Versehen geschlossen. Die ist jetzt in den Milliardärinnen-Club aufgenommen worden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das Forbes beziffert das Vermögen der 34-Jährigen, die ist schon so alt, krass, auf 1,1 Milliarden Dollar, was ungefähr 1,02 Milliarden Euro sind. Damit ist sie auf der Liste sie ist Platz 2545 der reichsten Menschen. Sehr traurig, oder? Und im Star-Ranking auf Platz 14. Dass es über 2500 Milliardäre gibt, das ist auch einfach, das ist auch einfach notwendig. Das ist krank, oder? Das, mal so gesehen. Also, aber welcome to late-stage capitalism. Ja, also ich Late Stage. Ich gönne ihr irgendwie, dass sie erfolgreich ist, ne, und dass sie auch als Sängerin so erfolgreich ist. Aber wer braucht denn eine Milliarde, ne, ohne Scheiß, 1,1 Milliarden? Die fliegt doch immer mit ihrem Jet von der Küche zum Bad und macht einen Haufen CO2-Ausstöße und so weiter. Weiß nicht, aber Kongratulation, Taylor Swift, zu deinen Milliarden. Spende mal die Hälfte einfach und dann bist du immer noch reich. Nein, kann sie das Achievement nochmal bekommen in ein paar Jahren. Das genau. Ist super geil. Zum zweiten Mal Milliardärin. Ja. Ich habe hier eine Überschrift. Ich will mal ein bisschen von diesen Mainstream-Themen wegkommen und was für mich Amüsantes in den Raum werfen. Ich habe gelesen, Hochgeschwindigkeits-U-Bahn soll Geburtenrate in Südkorea steigern. Das erklärst du mir jetzt mal bitte.
Also eine Hochgeschwindigkeits-U-Bahn. Ja, quasi so ein Shinkansen, nur halt in Südkorea. Soll die Geburtenrate steigern. Mhm. Na, ist doch ganz einfach. Du bist bei deinen Dates viel schneller, weißt du? Du bist bei Tinder und schreibst mit einer Person und dann heißt hier, willst du mit meinem Baby machen? Ja, wann? Jetzt, nimm den nächsten Zug und dann bist du ganz schnell bei ihr und kannst bumsen und machst halt ein schnelles Kind. Bist schnell im Krankenhaus. Das heißt, es gibt auch Geburten, die passieren zwischen nach Hause und Krankenhaus, mhm. die dann schief gehen, ne? Wo dann das Kind vielleicht stirbt oder so. Und so bist du schneller quasi bei der Geburt und bist schneller safe, da können mehr Kinder geboren werden. Nicht ganz. Doch, ganz genau so. Nächstes Thema. Also, DFB. Nee. Erzähl mal, gibt es einen echten Grund dafür? Ja? Es gibt einen echten Grund dafür. Eine Begründung. Und wenn du ihn hörst, liegt er fast auf der Hand. Aber der ist halt auch wieder so dystopisch. Also, Korea hat ja die niedrigste Geburtenrate der Welt, glaube ich. Oder mit Südkorea, die niedrigste, ja. Südkorea. Mhm. Nordkorea hat doppelt so hoch, also sehr hoch. Mhm. Südkorea hat irgendwas. Die haben nur 6. Ich glaube 0,8 mittlerweile oder so, 0,75, relativ wenig. Nordkorea hat halt, glaube ich, 2, und. Wie dem auch sei, haben wir auch nicht anders der sonst. Punkt ist, dass die Leute sagen, das dauert übrigens noch 10 Jahre, bis sie dann an den Start gehen, diese U-Bahn, die sagen, dass die Leute quasi so viel Zeit damit verbringen, auf Arbeit zu fahren, die wertvoll ist, ja. Die muss eingespart werden. Ja. Und deswegen machen wir schnellere Züge. Dass das die näherliegende Sache ist, statt hey, wir machen das mal nicht, dass unsere Gesellschaft 80 Stunden die Woche arbeitet, ne? Sondern sagen, naja, die halbe Stunde, die sie da hinfahren, die können wir noch um 15 Minuten kürzen, weil dann haben die 15 Minuten Zeit mehr zu bumsen. Ja, ist doch super. Das ist schon wieder so eine Dystopie, Alter. Das ist der richtige Weg, sag ich dir, wie es ist. Ja. Was willst du denn sonst machen? Das ist das Übel direkt an der Wurzel gepackt. Na, du musst ja gucken, die Wirtschaft muss ja erhalten bleiben, ne? Das heißt, Arbeitszeit sparen geht nicht. Mhm. Also musst du ja quasi den Leuten entgegenkommen und das Zwischending zwischen Beruf und Freizeit ist ja der Weg zur Arbeit, das ist ja so ein Zwischending, ne? Wird ja nicht bezahlt, aber ist auch keine Freizeit. Das heißt, die haben am richtigen Punkt angesetzt und ich wünsche ihnen, dass es funktioniert. Es ist zwar ein 10-Jahres-Plan, also es dauert sehr lange. Vielleicht hätten die erstmal Kondome verbieten sollen und Pille verbieten sollen, ne? Aber ich hoffe, es funktioniert in Südkorea. Ich wünsche ihnen viel mehr Gebumse. Ja. Schön. Dann haben wir hoffentlich hier auch bald ganz schnelle Deutsche Bahn, um mehr zu bumsen. Apropos Gebumse, ist eigentlich kein schönes Thema, aber es ist auch schon jetzt 2 Wochen her, das Thema. Und zwar gab es eine Doku, die nennt sich Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Und da haben sie Kids TV, da geht es um Nickelodeon. Und wir wissen ja, dass Dan Schneider, ne, der Creator von iCarly und so weiter, dass der sehr shady war und hat wohl vor allem die jungen Mädchen sexuell ausgenutzt. Ne? Da mussten sie irgendwie ihre Füße in die Kamera halten und mussten irgendwie halt Sachen performen, die halt an sexuelle Handlungen erinnern, ne? Die iCarly-Cast-Leute, oder? Unter anderem. Okay. iCarly ist Sam und Cat und Victorious und so. Und da gab es sehr viel Kritik und Dan Schneider war wohl auch übergriffig und so weiter. Und dann wurde sie auch getrennt von ihm, also von der Nickelodeon-Seite. Und es gab noch einen Produzenten, der hat damals zu Drake und Josh-Zeiten und von der Amanda-Show, was schon noch ewig her ist, es war noch vor der iCarly-Zeit, da gab es einen Produzenten, der war quasi Dialogproduzent, hat also mit den Kindern und Jugendlichen Dialoge geprobt und so, auch bei sich zu Hause teilweise oder bei denen zu Hause, je nachdem. Und da wurde damals verklagt wegen sexuellen Übergriffen und als Grund oder als Hauptzeuge gab es einen Kinderdarsteller, der nicht genannt worden ist. Mhm. Und es wurde geheim gehalten. Und jetzt hat er sich geoutet, das war Drake Bell, der quasi später Drake und Josh gemacht hatte, früher dann die Amanda Show. Das ist alles nach meiner Zeit, ey. Also das Drake und Josh nicht, nee, das war gerade. Ja, aber ich habe das alles nicht geguckt. Ich habe es geliebt jedenfalls, die Amanda Show war auch vor meiner Zeit. Aber jedenfalls hat er sich jetzt geoutet quasi als das Kind, was von dem Produzenten missbraucht worden ist. Also da gab es wohl einen unfreiwilligen Blowjob und so weiter von dem Produzenten, obwohl Drake halt noch sehr jung war. Und irgendwer hat das geschafft, ihn um den Finger zu wickeln, Drake. Und hat die Eltern ferngehalten am Set und so weiter, wo die Eltern sich öfter beschwert haben über diesen Produzenten, dass er Drake zu nahe gekommen ist. Aber dann gab es diesen Gerichtsprozess und dann waren halt auf der Seite vom Kläger, von Drake,
nur seine Familie da und auf der Seite des Produzenten war halt irgendwie halb Hollywood da. Also die Produzenten, die an seiner Seite standen, haben ihm Briefe geschrieben, dass er ja ein toller Mensch sei und so, was Drake sehr verunsichert hat. Trotzdem wurde er verklagt, der Typ, der Produzent, der heißt irgendwie Peck mit Nachnamen, ich habe den Nachnamen vergessen. Simon Peck. Wahrscheinlich, Josh Peck, wie auch immer. Nee. Und jetzt kam halt raus, dass es so war und da haben sich noch viele andere gemeldet, die auch meinten, dass sie Ähnliches erlebt haben. Aber auch das Gegenteil, kennst du die Serie Jeneds ultimativer Schulwahnsinn? Nein. Das klingt halt wieder, Das war oder? eine richtig geile Serie, Ist aber... das auch wieder so echt? Also ich fand das immer richtig scheiße mit Echtkamera Kinderserien. Ich habe entweder halt Trickfilme geguckt für Kinder oder halt die erwachsenen Sachen, also was weiß ich, King of Queens oder so, was halt nicht speziell für Kinder gemacht ist. Aber dieses, wir filmen mit echten Menschen Kinderserien, fand ich alle scheiße. Mochte ich. Zoe 101 und so, Hannah Montana war voll mein Ding, Nee. iCarly sowieso und Drake und Josh. Und Ned Ultimativer Schulwahnsinn war halt so eine Serie, der hat quasi jungen Leuten Tipps gegeben, wie man in der Schule überlebt. Mehr oder weniger ironisch manchmal, ne? Aber war eine, Kalaschnikow mitnehmen. zum Beispiel, war eine coole Serie. Und die haben jetzt einen Livestream gemacht, nachdem diese Doku rauskam über Drake Bell. Und da haben sie sich lustig gemacht über Drake so und Okay. Go back to your hole, Drake. I want your hole und so. Haben sie lustig gemacht darüber und das fand Drake Bell nicht witzig. I want your hole. Ja, wie so, come on, Drake, go back in your hole, because I want your hole und so. Haben sie halt so in die Rolle des Produzenten versetzt. Okay. Also sehr unangenehm. Und Drakes Spielpartner, Josh Peck, der damals halt Josh gespielt hat in der Serie, hat sich auch über ihn lustig gemacht und hat halt ihn diffamiert irgendwie und es ist alles nicht gut gelaufen und sehr schade. Jedenfalls Nickelodeon, sehr shady Unternehmen gewesen damals. Wie es heute ist, kann man nicht genau sagen. Aber es mussten wohl einige darunter leiden und zwar eine sehr düstere Doku. Also sollte man den Sender umbenennen in Kinderfickelodeon. Vermutlich, genau. Okay. Und noch was Spannendes dazu ist, dass Drake Bell ist vor ein, zwei Jahren selber sexuell übergriffig geworden. Er hat wohl ein Mädchen gegroomt, mehr oder weniger. Wusste nicht, wie alt sie ist, hat er behauptet. Sie haben einfach auf Instagram geschrieben. Und danach hat sie ihn angezeigt. Ne? Und dann wurde er auch als Sexoffender registriert und musste Sozialstunden leisten. Und er behauptet dabei, wusste nicht, wie alt sie ist. Erst als sie geschrieben hat, dass sie 15 ist, hat er aufgehört, mit ihr zu schreiben. Trotzdem wurde er halt als Sexoffender quasi verklagt. Und es fanden halt viele natürlich scheiße und so. Und jetzt weiß man, und jetzt sagen halt viele, okay. Wenn er selber sowas erlebt hat, muss man sich nicht wundern, wo das irgendwie herkommt. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung und so. Aber er ist jedenfalls selber auch da involviert gewesen. Hat auch mal transphobe Aussagen gebracht, irgendwie mehr oder weniger aus Versehen, weil er nicht wusste, wie man mit solchen Leuten umgeht und so. Also Drake Bell ist auch ist keine heilige Erscheinung. Für mich Also ein guter alles. Musiker, ich mag seine Musik sehr gerne, aber er ist als Mensch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Auch selber. Was ihn jetzt nicht irgendwie, was jetzt nicht Vielleicht, seine Vorfälle weißt du, Tino, mindert. wenn du eine Historie an unfreiwilligen Blowjobs hinter dir hättest, vielleicht wärst du dann auch als Mensch ein bisschen schwierig, ja? Das kann Das ist sein. jetzt gerade Victim-Shaming, was du machst. Das kann ja sein. Okay. Habe ich nicht erlebt, zum Glück, sowas. Also ich kenne das. Oh, ohne Scheiß, ich bin sexuell belästigt worden. Okay. Ohne Scheiß. Und zwar ich will nicht. Alter, wie du das hier präsentierst, wie so ein Orden, Alter. Ich hab's endlich Nee, geschafft, nee. ohne Scheiß. Ja. Ich bin bis heute sprachlos. Es Aber vor kurzem ist mir jetzt gestern erst. Ach, passiert. gestern. Ach, du Ich sag Scheiße. nicht, wo es war. Also ich kann es dir nachher erzählen, aber es war eine Fast-Food-Kette. Da habe ich etwas geholt Fritz Mitte. für meinen Freund. Und es war nicht Fritz Mitte. Es war. Es ist, Ich habe gehofft, du lässt es einfach jetzt irgendwie stehen. nee. Ich hab nur mal in den Raum gefragt. I'm just asking questions. Ja, und ich habe halt für meinen Freund etwas geholt, für seine Pause. Und ich sage halt der Person, ich möchte mit Karte zahlen. Und er sagt halt, die Frau zu mir, die wird so in den 40ern gewesen sein, zeigt auf das Kartenlesegerät und sagt zu mir, dann hätte ich es gerne bitte einmal recht zärtlich von hinten. Und ich so, pass auf. Und ich so, okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Ach so, es Ja, geht noch ich weiter. dachte, mit dir kann ich das machen. So, das mache ich nicht mit jedem. Und habe mich so angezwinkert irgendwie. Und du verstehst doch bestimmt Spaß, oder? Mit einem so zugezwinkert. Und ich so, ja, ist schon okay. Und sie dann so, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich habe mich so schmutzig gefühlt. Und ich dachte mir, ja, das ist mir noch nie passiert, sowas. Klar, also von irgendwelchen männlichen Personen, Grindr und so, ne, habe ich ja Ach, so ein. da ist es okay, Ha, scheiß ne, habe ich, Frauen. hab ich ein Highlight-Reel bei Instagram, wo ich so die lustigsten und ekligsten Sachen gepostet habe. Und auch manchmal am Filmset gab es so Regisseure, die eklig waren. Aber
Das fand ich von einer Frau, das habe ich noch nie erlebt tatsächlich, von einer Frauen dürfen weiblichen das Person. nicht. Du, natürlich dürfen die es auch nicht, genauso wenig wie Männer. Aber ich Also, habe mich, ohne Scheiß, ich habe mich echt schmutzig gefühlt danach. Das habe ich noch nie erlebt. ich möchte in keinster Weise deine Gefühle jetzt hier runterreden, aber für mich wäre das, also es wäre halt ein Kesserspruch gewesen und fertig. Also ich weiß nicht, Das fand ich nicht, es war ganz ich war komisch. jetzt nicht dabei, ne? Sie hat es schon irgendwie auf dich gemünzt jetzt, sagen wir mal. Aber, also wenn ich jetzt nur davon ausgehe, die sagt es halt, das ist ihr Standardspruch, ja, dann hat das mit mir nichts zu Aber nicht tun. mit, das macht sie nicht mit jedem. Das Ja. hat es so eklig gemacht erst. Irgendwie. Und ich meine, ich bin ja auch eher so ein Humortyp, ne, und lache da eher Sachen weg, weil es mich nicht so krass betrifft, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, was ich erlebt habe, ungefähr erleben ja vielleicht weibliche Personen viel öfter. Ne? Ständig irgendwie so angezwinkert werden, man guckt auf die Brüste oder starrt drauf und so, kriegt solche Sprüche ab. Und ich habe mich zum ersten Mal shady gefühlt, also schmutzig gefühlt nach so einem Ding, was ich vorher auch nie hatte. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wie sich Frauen fühlen müssen, wenn sie das öfter erleben. Und das ist echt nicht geil. Es war komisch. Es war komisch. Ich will jetzt nicht sagen, Ja, ich bin und jetzt ein dann, Drake Bell, ja, aber. aber dann kommen wir halt wieder in Gefilde. Also, ne, alles, was ich jetzt hier sage, klingt wieder, Ja, als würde pass ich deine hier auf. Gefühle hier Cancel runterreden. Robin. Nee, aber stell dir jetzt mal vor, das wäre eine in deinem Alter sehr attraktive Person gewesen, die exakt das Gleiche gemacht hätte. Hättest du dich dann schmutzig gefühlt? Klar, es macht einen Unterschied, ob du selber so ein Vibe rübergibst. Aber es war eine Situation, von wegen, ich kaufe einfach nur jetzt in einen. Ja, also das verstehe ich absolut. Bei Grindr ist es für dich auch anders, weil das ist klar, dass das dort passiert. Ja, Du was immer noch weißt scheiße trotzdem, ist. dass es scheiße ist, aber es Genau. überrascht dich nicht so. Genau. Und deswegen ist es hier halt besonders krass. Das verstehe ich schon so. Aber, ne, Aber dieser du hast recht, ja Gedanke. klar, macht es einen Unterschied. Und ich kenne auch weibliche Weil du Personen. hast es halt auch betont, so, es war so eine 40, Ende 40 oder was auch immer, Ja. dass sie vielleicht jetzt nicht die attraktivste Person für dich war. Ja, Weißt du? es war jetzt nicht hässlich oder so, ne? Das ist ja auch nicht, aber ich dachte, aber es stimmt. Ich weiß auch von weiblichen Personen, die gesagt haben, dass es einen Unterschied macht, wenn sie die Person attraktiv finden. Nicht immer. Es kann. Ja, kommt drauf Es an, ne? kann. Also, Klar. das war jetzt halt wirklich mehr so ein Spruch. Das war jetzt nicht so ein, hier, ich zieh dich jetzt in der Ecke und dann wird dir aber hier ein Torpedo in den Arsch geschoben, oder? Das ist ja nochmal ein paar Steps weiter. Und da ist, glaube ich, auch egal, wie die Person aussieht, dann ist es Aber klar, creepy es halt. kann eine Rolle spielen. Wäre die jetzt in meinem Alter gewesen, die Person, und ich hätte die Person irgendwie hot gefunden, vielleicht hätte ich mitgemacht, wäre ich Ja. eingestiegen. Aber ich habe das Gefühl, in dem Moment war es nicht richtig von ihr, das zu machen, ne? Ja, es ist halt auch so eine, ich sag mal, so eine professionelle Interaktion, so Genau. ein bisschen, und verstehe ich, dass dich das überrascht. Ich hätte es persönlich wahrscheinlich trotzdem nicht so krass gefunden, sag ich mal, Hätte aber. sie es gemacht im Kasseturm gestern Abend, ne, als ich da tanzen war, da war es so also Punkschlager, war ganz witzig. Da wäre es witzig gewesen, aber das fand ich, wie gesagt, habe ich noch nie so erlebt. Wollte ich nur mal kurz einstreuen jetzt im Thema Drake Bell, Ja. was anderes ist. Ne? Ich bin nicht missbraucht worden, überhaupt nicht. Aber es ist schon ein komisches Ja, Gefühl, es mal zu erleben. man kann da auch gerne abstufen, dass beides scheiße ist, Ja, aber klar. hier irgendwie, was ihm passiert ist, wahrscheinlich schlimmer. Ja. Aber ja, ich möchte das nicht runterreden, ich wollte nur mal, ne, so Es ist Gedanken in den voll Raum. legitim. Ich sehe halt hier seit einer halben Stunde, wie du sagst, so eine SS-Rune auf einem T-Shirt hast. Ist das normal? genau, schön, dass du das gerade von dir selber ansprichst. Und zwar, das ist auch ein großer Skandal gewesen in der letzten Woche und Wochen. Nämlich hat der DFB ja jetzt neue Trikots mit noch Adidas veröffentlicht für die kommende Meisterschaft, was EM oder WM? EM, genau. Und der erste Skandal war, dass das Auswärtstrikot pink ist. Ja, das Ne, haben das wir mitbekommen. hat viele Männer ja total verletzt. Und das zweite Thema jetzt ist das normale Trikot, was halt in weiß gehalten ist mit schwarz, rot, gold, ne, was die Menschen wieder freut. Und jedenfalls die Schriftart, die gewählt worden ist, ist wohl ungünstig, weil wenn du eine 44 auf dem Trikot hast, sieht es halt aus wie eine SS-Rune. Viele behaupten, das stimmt überhaupt nicht und muss man sich denn so haben. Aber du jetzt als Unvoreingenommener siehst hier nur eine 4 und denkst, was ist denn das für eine Man Nazi-Rune? muss dazu sagen, wenn man von vorne drauf guckt, ist es weniger. Aber dadurch, dass es so schräg für mich, weißt du, so von der Seite sieht es noch viel krasser Aber danach stell dir mal aus. zwei Vieren vor. Habe ich davon ein Bild gemacht? Nee, habe ich halt leider jetzt Aber nicht. wie oft gibt es denn dann die 44? Also ist klar, ja, dass es nicht mehr gibt. Nee, es geht nicht Ach so, ist darum, auch auf Merchandise. Merchandise. Also Menschen können sich das quasi bestellen. Ne? Und könnten Ja. da wie Adolf draufschreiben, und dann halt so Ja. 44. Also wer da jetzt ein Fass aufmacht, weil, also das ist völlig verständlich, dass sie das nicht wollen, dass dann irgendwie dass dann die Höcke so rumläuft oder was Als weiß Beispiel, ich. ja? Ja. Der Ladenläuf.
Aber ich verstehe schon, dass man das dann stoppt, dass man diese 44 quasi Ja. cancelt, ne? Aber viele haben sich darüber so aufgeregt, es wäre ja wieder übertrieben und so, man soll sich nicht so haben und diese Erinnerungspolitik ist ja eh alles scheiße. Aber ich finde das richtig so. Das Problem ist, würden sie jetzt den Stopp nicht machen, würde durch die Diskussion erst recht ganz oft dieses T-Shirt gekauft. Schon alleine so aus Trollgründen und Ja, kann haha. sein, aber so ist es gestoppt worden und ich finde es Ja. richtig so und meine Güte, sie hätten mal drüber nachdenken können, als sie das Trikot gemacht haben. Ja, ich habe das auch die ganze Zeit beobachtet, weil ich habe ein ähnliches kleines Thema, so der Stream-Fail der Woche, weil wir sind Also, ja. dann kennst du durch mit dem Thema. Ach Nicht so, ganz. ja Es dann. tut mir sehr leid, aber was noch dazu ist, der Skandal 1 war ja das pinke Trikot, das zweite war ja die 44, was wie ein SS-Zeichen aussieht, und das dritte ist, dass ab, oh Gott, ab welchem Jahr ist es denn? Die nächsten Trikots werden nicht mehr von Adidas gemacht, sondern von Nike. Das war ein riesiges Problem, denn man hat jetzt Angst, den Standortpatriotismus zu verlieren, weil ja Adidas so eine deutsche Firma wäre und Nike halt nicht. Aber da hält das BR-Magazin Quer fest, Adidas produziert zu 78% in Asien. Ne? Also fast 90% der Mitarbeitenden werden außerhalb Deutschlands beschäftigt und 86% der Aktionäre kommen aus dem Ausland. Das heißt, Nike und Adidas sind jetzt beide nicht sonderlich deutsch. Aber das ist bestimmt in Deutschland gegründet. Hallo, das ist wie wenn der arische Herrenherr dann halt in Thailand wohnt. Das ist trotzdem der arische Herrenherr. Ja, sicher, sicher. Also bitte, das hilft mir ja gar nichts, dass sie da irgendwie in Asien arbeiten. Das juckt mich halt gar nicht, ne? Soll halt Ja. Nike machen oder Adidas. Klar, man ist es gewohnt, Adidas, dass das macht, aber so ist halt die freie Ich hätte das Marktwirtschaft, ja. niemals jetzt sagen können, dass das Adidas ist, Alter. Was weiß Man sieht ich. schon an den Streifen immer, das ist ja Ja. irgendwie. Was weiß ich, Alter. Aber Das ist jedenfalls, Fußball. wenn Nike halt mehr Geld bietet, ne, oder irgendwie bessere Konditionen hat, ist es halt so, hätte Adidas eben mehr Geld hinlegen müssen. Ist wie es ist. Was auch ist, wie es ist, ist die SS-Rune. Zweimal Harry Potter und da haben wir den Streamer Pineapple Poo. Das ist halt, ne? Wir sind ja hier Brennpunkt Internet und True. im Internet gibt es auch Livestream-Fails und das war ein sehr großer diese Woche, wo ich auch sehr lachen musste. Der spielt, ich glaube, Call of Duty Piss mir ans Maul, ja, irgendwie der 38. Teil und da kann man so Graffitis machen und da gibt es halt auch so einen Blitz, ja. Und ohne groß nachzudenken macht er halt so einen Blitz und macht noch so einen Blitz und dann merkt er, also so ein 30-Sekunden-Clip, merkt er, dass er aus Versehen eine SS-Rune dahin gesprüht Ach hat. so, Und er sagt den ganzen Clip über gar nichts, aber seine Mimik, wie er es so realisiert, und dann versucht er schnell das Graffiti zu wechseln. Du kannst auch so einen Kreis dann zum Beispiel sprühen und versucht so, er dreht sich halt weg von der Rune, um sie nicht zu zeigen, dreht sich wieder hin, sprüht so einmal, es geht aber nicht weg, dreht sich wieder weg. Und dabei die ganze Mimik, also es ist super witzig für Ah, mich. das Super ist so witzig. witzig. Also es ist natürlich nicht dieses, also wenn der deswegen gecancelt wird, wäre halt dumm, weil es offensichtlich aus Versehen passiert, aber diese Unschuld, die ihm entweicht und so dieses, er versucht zu fixen, aber es geht nicht, das ist super witzig, Es ist Alter. nicht krass, was für ein Impact diese NS-Zeit hat, immer noch, ne? Ja, was eigentlich dumm ist, so, ne, Das dass zieht wir. sich durch die Adidas-Trikots, es zieht Ja. sich durch irgendwelche Livestreams bei Twitch. Es ist schon heftig. Also, ne, ist schon gut, dass wir darauf achten, dass das jetzt hier nicht irgendwie auf Trikots verbreitet wird und so und von irgendwelchen Rechten dann aus Meme-Gründen getragen wird. Aber eigentlich ist es hart, dass wir der Sache noch so viel Macht geben, ne? Aber Ha, es gibt ja. keinen Mittelweg. Du kannst halt nicht irgendwie an die ganze Schweinerei gedenken und gleichzeitig sagen, haha, das ist uns jetzt alles egal. Es war eine andere Zeit. Hast du gewusst, dass auch die Band KISS damals ihr Logo ändern mussten in Deutschland, Ja, weil die auch zwei S hatten und so, die wie Blitze das aussahen? ist halt ein bisschen dumm, ne? Naja, oder auch nicht. Ja, Also. aber wenn die Band halt offensichtlich nicht für sowas steht, dann. Naja, es geht auch darum, wie es aussieht. Ne? Wenn jetzt jemand KISS nicht kennt oder so das Logo nicht kennt und siehst von Weitem so zwei Blitze, das ist schon blöd. Kann man ja einfach ändern, das Das Logo, Ding ganz ist einfach. halt, das Hakenkreuz ist ein relativ, also ist ja auch nicht von denen erfunden, aber es ist ein relativ einzigartiges Ding, ja. Aber ein Blitz als Zeichen jetzt irgendwie zu tabuisieren, das ist Ein halt irgendwie der Doppelblitz nächste. halt, Ja, ne? ich Do weiß, Doppel aber gibt's ja. trotzdem. SS. Ja. Schutzstaffel. Ja, ist mir Nur schon alles. Danke für die Erklärung. für unsere Zuhörer. Für die Ausländers unter den Zuhörers. Apropos Ausländer, es gab einen Fall, der ist schon ein bisschen her, aber jetzt gibt es neue Beweise, nämlich der Influencer Sammy Baker. Sammy Baker, kennst du den? Nee. Das war ein Fitness-Influencer. Der hat seinen 23. Geburtstag in Amsterdam gefeiert, hat mit seinen Kumpels gekifft irgendwie und dann ist er verschwunden und dann haben sie die Bullen gerufen und die haben ihn dann quasi gefunden in irgendeinem
weiß nicht, Hintergarten oder so, wie er halt nur noch mit Shirt und Boxershorts und einem Messer am Hals da stand, halt irgendwie fantasiert, wahrscheinlich eine Psychose gehabt und so weiter. Und er ist dann erschossen worden. Und die Cops haben behauptet, irgendwie wäre er aggressiv gewesen, hätte sie angegriffen und so, hätte jemanden zu Boden geworfen, deswegen mussten sie ihn irgendwie erschießen. Aber die Eltern haben schon gedacht, hey, kann überhaupt nicht sein, dass er so agiert, und haben da eben nachgeforscht. Und es tauchten halt nochmal Videos auf von dem Vorfall, von Leuten, die es gefilmt haben, von außerhalb, so welche Anwohner auf Balkons und so. Mhm. Es kam eben raus, dass mindestens 3 Fakten der Cops erfunden worden sind. Nämlich, der Tatergang wurde teilweise erfunden. Sammy hat niemanden angegriffen, also er schon echt nur da mit Messer am Hals, hat sich halt nur selbst quasi bedroht, was auch schon blöd ist, aber hat niemanden sonst irgendwie bedroht. Da wurde behauptet, der Hundebesitzer wäre zu Boden gefallen, aber das ist auch nicht zu sehen. Es ist ein Video, wie er da steht die ganze Zeit, der Hundebesitzer, der diesen Hund halt hat, um ihn zu finden. Und dann war es, sieht man in dem Video, wie Sammy schon auf dem Boden lag, wurde also schon quasi überwältigt, danach sind erst die Schüsse gefallen. Okay. Und das ist auch ein Ding, was eigentlich nicht sein darf. Und jetzt klagen halt die Eltern dagegen, gegen die Polizei und hoffen auf Gerechtigkeit für ihren Sohn Sammy. Hm. Das fand ich schon einen krassen Fall. Und mal wieder, die haben Glück, die Eltern, dass das halt gefilmt worden ist. Sonst wären die ja damit davon gekommen, mit der Sohn war aggressiv, wir mussten so handeln. Ja, und wurde ich der dann, behaupte, also ich habe das Video nicht gesehen. Die Frage ist ja, ob der am Boden wirklich schon irgendwie in Handschellen war und dann erschossen wurde oder ob der irgendwie mit dem Messer vielleicht in der Hand noch gerungen hat, weil dann muss ich zumindest so ein bisschen vorsichtige Empathie aussprechen, weil wenn du irgendwie mit deinem besten Homie, Polizisten, Freund da irgendwie jemanden festnimmst und der hat noch ein Messer und dann macht er irgendwie eine ungünstige Bewegung, dann kann ich verstehen, dass du vielleicht versuchst, da einen Warnschuss in den Körper reinzuflanschen. Genau, in den Kopf. Nur um halt irgendwie dein Homie zu retten oder so. Aber ist natürlich trotzdem don't bring a knife to a gunfight, ne? Ja klar, und auch so ein Experte hat auch jetzt schon festgehalten, aufgrund der Analysen, dass die Polizei auf jeden Fall viel zu voreilig gehandelt hat. Die waren selber bekifft. Die waren wahrscheinlich. Dann sieht man mal, wohin es führt. Die waren wohl sehr, sehr nervös und haben wohl sehr hektisch agiert. Und die Geschichte mit, der lag am Boden und war vielleicht immer noch eine Gefahr, kann sein, möglich. Es kam jetzt noch nicht ganz raus, aber schon die Tatsache, die sie gelogen haben, ne, in diesem Tathergang, das ist ja eigentlich ein Skandal. Ne? Und ich glaube, das ist viel öfter passiert. Ne, ob es hier um Urigello geht oder um hier Epstein und so, das sind ja alles so Geschichten, das häuft sich ja. Ja, und aber das da würde ich halt die kleine Unterscheidung machen wollen, All Cops, All Bastards und so, in allen Ehren. Ja, in allen Ehren. Also es ist halt was anderes, wenn dann ein Handgemenge ist, ein Gefrickel, eine Situation, oder ob du gezielt jemanden irgendwo einsperrst und anzündest. Sicher, weißt du? Aber ich meine jetzt vom Prinzip des deine eigene Geschichte erfinden und deinen Tatergang erfinden, ne, um dich halt irgendwie zu... Ja, ich bin einfach nur ein Fan von Nuancen, ja? Ja, Nuancen gibt's immer, keine Frage. Okay. Ob jetzt Drake Bell oder ich da, ne? Nee, aber das ist ja eh klar. Aber ich meine, so dieses Ding von, dass Bullenaussagen ja vor Gericht immer so als Beweise quasi gelten, finde ich halt schwierig. We investigated ourselves and found nothing wrong. Ja, so eine Art. Etwas wrong ist auf jeden Fall mit den Sachen, die Herodes mir geschickt hat. Der hat 2 Sachen, die wahrscheinlich keiner auf dem Schirm haben wird. Einmal 3 Tote nach Lawine bei Zermatt und Vanta, Kind stirbt nach Schusswaffenangriff in finnischer Schule oder so. Ja, es gab einen Amoklauf oder so, ne? Kann das sein? Ja, ein Läufchen, würde ich sagen. Es war nicht weiter der Rede wert, aber Herodes macht da draus, Vanta List zermatscht Kind in Finnland. Ja. Weil in Zermatt und in Vanta. Hm. Egal. Chapeau. Hat trotzdem, glaube ich, nicht so wirklich jemand mitbekommen, deswegen habe ich es jetzt hiermit nur mal erwähnt. Ich habe es gelesen, ja. Okay. Habe es nicht aufgenommen. In Taiwan gab es ein richtig großes Erdbeben, was auch so ein bisschen die Weltwirtschaft jetzt erschüttert. Und da kriegt man natürlich richtig Puls, wenn wir das hören. Aber das Interessante daran finde ich, dass das die gleiche Stärke hatte wie das Erdbeben in der Türkei vor weiß ich nicht wann. Und letztes Jahr. Da sind ja extrem viele gestorben in der Türkei, irgendwie 20.000 oder so, also übelst krass. Auf jeden Fall sehr, sehr viele, ja. Und Taiwan, wie gesagt, gleiche Stärke. Und du siehst auch in Taiwan, die Bilder und Videos sind extrem krass, weil die Gebäude teilweise so richtig schief stehen, aber noch nicht einstürzen. Und es gab halt bis jetzt nur in großen Gänsefüßchen 100 plus Tote.
bei der gleichen, natürlich kannst du es nicht eins zu eins vergleichen, aber das ist schon so ein signifikanter Unterschied an den Zahlen der Toten, dass man sagen kann, ja, vielleicht ist da irgendwie in Prävention oder in Häuserbau oder so irgendwie ein ganz grundlegender Unterschied. Das scheint Infrastruktur. so zu sein, ja. Ja. Deswegen Taiwan ist ein Bollwerk gegen China, hoffentlich. Hoffen wir, dass es noch Gut so gebaut. bleibt. Und dann habe ich hier noch eine Sache, die ich mal kurz ansprechen will, weil du kennst dich ja mit Videospielen extrem gut Ja, ich aus. bin Experte. Es gibt ja auf Steam Kuratoren, die quasi so Spiele, also Spiele-Redaktion oder so machen das mal. So, wir empfehlen diese Spiele zum Ja, Beispiel. ja. Du kannst aber auch alles machen. Du kannst irgendwie Spiele, die einen Penis beinhalten. Zack, bin ich Kurator für, zeige ich euch auf. So, Ah, und denen kann okay. man dann folgen. Und es gibt einen brasilianischen Kurator, der Spiele in diese Liste bei sich einfügt, die mit Sweet Baby Inc. zu tun haben. Das ist eine winzige Firma aus Kanada, die irgendwie so 15 Mitarbeiter nur hat und die Süße so. Babytinte, wird auch ein bisschen wie so ein Pädophilenring. Ich glaube eher in Corporation und nicht Inquie-Tinte, Ah, aber ja. okay, Entschuldigung. Aber. Oh Die Gott, oh Gott. werden halt angeheuert, um so Consultant zu sein. Also wenn jetzt jemanden, also schon auch für so Themen wie schwarze Kultur, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier, ich habe jetzt diesen schwarzen Charakter, der heißt so und so, passt das? Dann sagen die, na Moment, der kommt aber aus Uganda, da heißen Leute eigentlich Olaf und nicht Sven. Ah So, ja, weißt du? Solche Leute sind das, die das überprüfen. Und der hat da jetzt so eine Das ist wichtig. große Verschwörungen wieder angeleiert. Er hat über 300.000 Follower mittlerweile auf seiner Liste. Und der sagt halt, alles, was im modernen Gaming falsch ist, liegt an diesen 15 Leuten, Sweet Baby Inc. Weil die quasi die Wokeness in die Spiele rein Das ist injizieren. das Wort wieder, ja. Ja, da hast du schon drauf gewartet. Und also es ist halt sowas von krass an den Haaren herbeigezogen, wenn du irgendwie mal 2 Minuten drüber nachdenkst, dass da irgendwie so riesige Studios oder irgendwelche Leute, die halt, irgendwelche Writer, die ihre Vision haben, dann irgendwie ein Studio anheuern und sagen, ey, was kann ich denn machen, damit das jetzt Vogue wird? So, das Es ist. sagt doch keiner, dass es Und Vogue wird, also. dann nochmal ganz vor allem dran, wenn jetzt irgendwas sich öffnet, einem größeren Markt, dann hat es immer kapitalistische Gründe und nicht. Disney ist nicht Vogue, wenn man es so sagen will, oder macht nicht irgendwie Themen, die jetzt andere Leute ansprechen, weil das Ideologie ist, sondern weil sie denken, ja, dann holen wir diese Leute auch noch ab. Ja. Dann kriegen wir mehr Geld. Das ist alles. Wobei man ja auch sagen muss, dass es ja auch ein Risiko ist. Ne? Es gibt ja auch dann so Firmen, die durchaus auch einen Backlash bekommen haben durch Ja. irgendwelche woke Werbung, in Anführungsstrichen, ne? Wie Budweiser, glaube ich, die mit der Trans-TikTokerin der Werbung gemacht haben und so. Es kann ja auch für Backlash sorgen, Ja, aber jede durchaus. PR ist ja gute PR, ne? Ja, sicher, aber ich, In the klar, long run. also ich bin da immer so zwischen den Stühlen. Klar ist auch dieses Pride Month-Ding, wenn da alle irgendwie Regenbogenfahne benutzen. Ist es eine Form von Queerwashing, Pinkwashing, wie auch immer man das nennen will, aber es bleibt trotzdem ja eine Aussage, ne? Ich meine, damals zur NS-Zeit war es ja auch so, dass viele Firmen und so auch Hakenkreuz in ihren Logos hatten und haben sich zum NS bekannt und so. Da könnte man ja auch sagen, es war auch nur eine Art Hakenkreuz-Washing, ne? Weil es halt irgendwie gerade wichtig war oder weil man dazu sich gezwungen gefühlt hat. Aber trotzdem ist es ja ein Bekenntnis dazu. Und es wird ja immer noch vielen Firmen immer noch zur Last gelegt, dass sie halt Hakenkreuze oder dass sie halt irgendwie der NS gedient haben. Ohne jetzt zu Hakenkreuz-Washing finde ich ein gutes Wort übrigens. Dankeschön. Ohne jetzt irgendwie einen Vergleich zu ziehen zwischen Wokeness und NS-Zeit, das ist völliger Quatsch, ne? Aber ich glaube nicht, dass irgendwer sagt, wir machen jetzt nur Woke, um jetzt irgendwie noch Cash zu machen, weil es bleibt ein Risiko. Es ist ja nicht Vogue. Es heißt einfach nur, okay, wir bauen da jetzt eine Fahne rein. Das verändert den Film nicht oder Spiel nicht oder sonst was. Aber haha, die drei Hanseln, die das sehen, freuen sich drüber und sagen ihren 5 Freunden Bescheid und zack, haben wir wieder 15 mehr Verkäufe. Ich weiß es nicht. Also Das ist natürlich was anderes als eine grundlegend. Wir machen jetzt. Disney hat, glaube ich, noch nicht wirklich einen Film gemacht, wo es jetzt, weiß ich nicht, so ein Brokeback Mountain oder so, wo das Hauptthema ist. Das ist ja eigentlich selten der Fall. Es ist ja nur, ja, wir bauen hier mal eine Fahne ein oder hier ist mal so ein kleiner Side-Character. Naja, natürlich ist es noch ein bisschen wenig, kann man sagen. Aber ich glaube, dass
genau wie sich die Menschen in die Gesellschaft gerade entwickelt, in Richtung mehr Queer-Rechte und mehr Trans-Rechte und so und mehr Sichtbarkeit, dass auch Firmen sich in diese Richtung entwickeln, dass Personen, die jetzt bei Disney oder so bei Pixar, wenn die jetzt Animationsfilme entwickeln, dass da auch Menschen si sitzen, die sagen, ich habe Bock, jetzt auch ein Statement zu machen, macht jetzt eine Regenbogenfahne rein. Ich glaube, es ist trotzdem Aber das auch. sind nicht die Animatoren, da sind oben drüber im Writers Room, das sind nicht so viele Leute, also. Sicher, aber ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich will jetzt dafür nicht meine Hut ins Feuer legen. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch einen gewissen Grad hat an Überzeugung von den KünstlerInnen, die da sitzen, die sagen, ich habe Bock, da jetzt was einzubauen in der Richtung. Ja, aber das ist auch wieder, warum das dann Schwachsinn ist, dass dann diese Firma, die man anheuert, plötzlich irgendwie da in diese Geschichte reinschreibt. Das ist halt der größte Schwachsinn. Ja, aber viel schlimmer ist doch noch die Menschen, die das ankreiden, die sagen, was macht jetzt die Regenbogenfahne hier im Tatort, ne? Oder so. Das ist doch, wenn das kein großes Ding sein soll, dann darf man sich doch auch genauso wenig darüber aufregen. Dass da jetzt bei einem Animationsfilm, bei irgendeinem Main-Character eine Regenbogenfahne im Zimmer hängt, das ist doch dann einfach wurscht, weißt du? Wenn alle mal behaupten würden, man muss doch irgendwie das Queer-Thema, Regenbogen-Thema nicht in die Mitte drängen, dann hör du doch bitte auf, das auch in die Mitte zu drängen, in den Fokus zu drängen, wenn du dich darüber aufregst. Das ist doch viel schlimmer als andersrum. Weißt Ja, das Allerschlimmste ist, dass unsere Zeit eigentlich schon vorbei ist. Hast du noch was ganz du? Ist das Wichtiges? so? Ja. Ich habe nur noch was Witziges gesehen von Andrew Tate, der wohl gepostet haben soll, dass er nicht mit geimpften Frauen schlafen will. Wo jetzt ganz viele Frauen gepostet haben, then fuck, I knew the vaccine would be worth it und so, ne? Und impft euch gegen Andrew Tate und so, und das ist ja nur toll. Das fand ich noch bemerkenswert. Dass Andrew Tate nicht nur ein Wichser ist, was Frauenrechte angeht, sondern eben auch ein Impfgegner ist. Ich habe nichts gegen Menschen, die selbst entscheiden, sich nicht impfen lassen zu wollen. Aber so dieses Ding von wegen, sie meiden auch Menschen, die geimpft sind, das ist schon eklig und Ist dumm. denn ungeschützter Geschlechtsverkehr nicht eine vaginale Impfung? Ja, von mir aus. Ist auch eine Lade. Also, Andrew Tate schläft nie mit der gleichen Frau zweimal. Wahrscheinlich. Und zum letzten Mal. Ja gut, es gab doch hier die AfD-Sache, ne? Das ist halt, AfD-Funktionäre wurden von Russland bezahlt und so. Ja. Aber ich wollte jetzt mal die AfD ein bisschen rauslassen heute. Und es gab doch April-Scherz, die nicht witzig waren. Ja, wie Das immer. noch. Ja, wie immer also. Also ich finde, die Woche war jetzt nicht krass, oder? Was sagst du? Nee, alleine. Rabkandeck Ja, war ein genau. großes Ich Ding wollte gerade vielleicht, sagen, ja? alleine wegen dieser Scheiße würde ich schön weit runtergehen, weil dieses Ja. Rap-Comeback ist einfach. Das ist so dumm und nichtig für mich. Aber das Internet blühte aufgrund von der SS-Route, ne? Muss man auch Route. sagen. Also der Die Rune. SS-Route Die ist SS-Rune, meine was ich. damals der Weihnachtsmann rausgeholt Es hat. tut mir sehr leid. Ja, also ich würde echt jetzt einfach mal aus Prinzip eine 3 geben, Okay. was nicht so hoch ist. Wenn Stefan Raab nicht wäre, wäre es eine 4. Okay. Aber der reißt es halt einfach Er hat es nach runter. unten gezogen. Ja. Hast du einen Song für die Playlist? Wir sagen 3 und geben jetzt noch 2 Songs in die Playlist rein für euch, die ihr euch anhören könnt, während ihr heute im Park spazieren geht. Fuck, ich habe halt so viele KI-generierte Songs jetzt selber gemacht, da wüsste ich gar nicht. Ich habe wirklich keine echten Lieder gehört die letzte Zeit. Aber schreib du erstmal was rein, ich sag dir sofort Ich was. fange gerne an und zwar, die Band Rammstein hat jetzt einen Vorwurf Oh. bekommen. Nein, die kommen nicht in die Playlist rein. Die haben einen Vorwurf bekommen des Plagiats für ihren Song Deutschland von der Band Ninja Cyborg. Okay. Der Song heißt The Sunny Road und hört euch gerne erstmal ganz kurz zumindest den Rammstein-Song Deutschland an, danach den Song Sunny Road von Ninja Cyborg. Es ist sehr auffällig. Und der Song Okay. kam auch vorher raus. Aber da haben sie sich echt lange Zeit gelassen mit diesem Vorwurf, Ein oder? bisschen, ja, 3 Jahre oder 4 Jahre, das stimmt. Also ich möchte Casey und die Sunshine Band mit Give It Up. Das ist einfach ein absoluter Banger. Werde ich vielleicht auch mal ein Skate-Video von mir reinmachen. Also Give it up, baby, so give geil, it up. Ist es Alter. der, ja? Ja. Ah, geil. Ja, auch geiler Song, Alter. Sehr gut. Ups. Gut. Moment, Playlist hinzufügen, Ja, Brennholz. dann Hamas. Jetzt ISIS vorbei. Ja, ich kann auch kurz berichten. Ich war auf der Buchmesse in Leipzig, die war sehr schön. Da haben wir auch Musik gehört im Auto, wo Vincent meinte, der durch dich kennengelernt hat. So, da haben wir uns ein paar Songs angehört. Was hat er durch mich Ja, so ein kennengelernt? paar Songs irgendwie, Ach, die er irgendwelche. erzählt. So, ja, der Okay. Song habe ich von Robins Videos und so. Also, wir scheinen wirklich, und Schön. du scheinst in den Videos, und wir sind auch durch unsere Playlist, glaube ich, echte Musikinfluencer. Ja, geil. Und ich bin jetzt noch großer Albumproduzent. Kommt,
demnächst. Oh, bin gespannt auf deine tollen KI-Songs. So geil. Es ist WrestleMania-Wochenende, Alter. Ich habe völlig vergessen zu erwähnen. Das große Wrestling. Macht Rey Mysterio wieder einen Corkscrew? Es kann sein, dass er noch dabei ist, ja. Ich weiß nicht, ob er gerade so aktiv ist. Okay, freue ich mich. Das wird spannend. Ich hoffe, bis dahin haben sich die Zuschauer gewaschen. Ich hoffe auch. Weil das stinkt ja schon wieder. Ich berichte über WrestleMania nächste Woche. Wer gewonnen hat, wird Roman Reigns Champion bleiben, nach über 1000 Tagen des Champion-Seins. Wird Cody Rhodes seine Geschichte beenden? Erfahrt ihr alles nächste Woche. Ja, bei dieser Storyline muss leider Sweet Baby Inc. erstmal engagiert werden, um die zu zerbersten. Scheint so, ja. Gut, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wascht euch. Tschüss. Das erste WrestleMania werden ohne Vince McMahon.